Wie die sieben Gefährten zu Sternen wurden. Es kamen einmal sieben Jünglinge aus der Tiefe des Meeres an Land, um Arbeit zu suchen. Sie gingen von Kampong zu Kampong und fragten die Leute, ob sie eine Hilfe benötigten. Einige hatten Glück und bekamen eine Arbeit als Feuerholzsammler, und andere arbeiteten als Entenhüter. Diejenigen, die eine Arbeit bekommen hatten, blieben an Land, während die Erfolglosen ins Meer zurückgingen. Unter denen, die auf dem Land blieben, war einer, der im Hause eines Raja lebte und als Kuhhirte arbeitete. Er galt als fleißiger und folgsamer Junge und wurde daher von dem Raja sehr geliebt. Morgens trieb er die Rinder des Rajas ordentlich auf die Weide und nachmittags führte er sie wieder zurück in den Stall. Weil zu jener Zeit aber zwischen den Menschen aus dem Meer und denen vom Festland Feindschaft herrschte und weil die Festlandleute schließlich erfuhren, dass der fleißige Hirte des Raja aus dem Meer stammte, fingen und töteten sie ihn. Seinen Leichnam warfen sie in den Wald. Niemand aus dem Palast des Raja erfuhr, wohin der Junge verschwunden war. Einige meinten, er sei möglicherweise an einer Krankheit gestorben. Der Raja befahl seinen Untertanen, den von ihm geliebten Hirten zu suchen. Doch vergeblich. Niemand war es möglich, ihn zu finden. Sein Körper war von wilden Tieren gefressen und übrig waren nur seine verstreuten Knochen. Als seine sechs Gefährten die traurige Nachricht hörten, kamen sie und suchten den Leichnam des Hirten. Sie gingen durch Wälder und Dschungel, überquerten Flüsse und weite Ebenen, ohne im geringsten zu ermatten. Nach einigen Tagen, als sie fast verzweifelt, stießen sie im Wald auf die verstreuten Gebeine ihres Gefährten. Traurig sammelten sie die Knochen ein und trugen sie unter einem Waringinbaum zusammen. Dann sagte der Älteste: »Geht zum Meer und holt dort Wasser und bringt es hierher.« Die fünf anderen gingen und bald darauf kamen sie mit dem Meereswasser zurück. Sie gossen das Wasser über den Knochenhaufen und in einem Augenblick veränderten sich die Knochen in einen Menschen, nämlich in den getöteten Hirten. Doch sein Körper war noch schwach und er besaß nicht die Kraft zu gehen. Als sie sahen, dass der Hirte wieder lebte, freuten sich seine Gefährten und begannen abwechselnd den Geschwächten auf ihrem Rücken zum Meer zu tragen. Ihr Ziel war, wieder ins Meer zurückzukehren, denn sie fürchteten, die Festlandleute könnten davon erfahren. Doch bevor sie ins Meer tauchen konnten, kamen Leute aus der Tiefe der See und verjagten sie mit folgenden Worten: »Wir kennen euch nicht. Ihr seid an Land gegangen, um Arbeit zu suchen, und habt von langer Zeit das Meer verlassen. Daher zählen wir euch zu den Landleuten.« Betrübt gingen die sieben wieder hoch aufs Land, doch dort wurden sie verfolgt und sollten getötet werden. Da sprach der Älteste von ihnen: »Weil wir im Meer nicht mehr aufgenommen und auf dem Land immer verfolgt werden, wäre es gut, wir gingen zum Himmel.« Seine sechs Gefährten stimmten dem Vorschlag zu, und so gingen sie zum Himmel. Dort angekommen wurden die sieben Jungen zu einer Gruppe von sieben Seite an Seite stehenden Sternen, die gemeinsam ihre Strahlen auf die Erde schicken. Die Strahlen des einen der sieben Sterne sind sehr schwach, und das ist der Stern, der von dem Hirten stammt, den die Festlandleute getötet hatten. Weil sie sein Körper noch geschwächt war, als er zum Stern wurde, sind seine Strahlen trüb und fahl.